heißt, von den drei Möglichkeiten, die es gibt, Hund, Katze, Hamster, fällt schon mal eine weg. Guten Morgen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog. Boah, das war eine komische Begrüßung. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog. Heute ist Freitag, der Tag nach dem Feiertag. Und wir haben heute beide frei. Mona ist ja sowieso noch krank geschrieben, aber ich habe auf jeden Fall frei. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist erstmal zum Friseur gehen. Weil meine Haare sehen wieder schrecklich aus. Ich war jetzt 2 Wochen lang nicht beim Friseur. Und ihr wisst ja, eigentlich gehe ich jede Woche. Und letzte Woche konnte ich aber irgendwie nicht gehen. Und ja, deswegen muss das jetzt erstmal erledigt werden. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich. So, endlich wieder fresh. Ich komme jetzt gerade direkt vom Friseur, gehe jetzt aber direkt wieder los, weil ich habe eben Geld vergessen. Deswegen, ich wollte eigentlich direkt nach dem Friseur zum Bäcker gehen, aber das mache ich dann jetzt extra nochmal und hole frische Brötchen. Frische Brötchen und ich habe sogar eine kleine Überraschung für meine Lady. Ein Puddingfältchen habe ich hier mitgebracht. Ja, aber da die süße Maus noch schläft, würde ich sagen, ich setze mich jetzt erstmal auf den Rechner, arbeite noch ein bisschen was. Und warte dann eigentlich, dass sie wach wird, beziehungsweise dass sie aufsteht. Wach war sie eben schon mal um 9 Uhr, als ich zum Friseur gegangen bin. Ja, ne, sie soll auch mal ihren Schlaf kriegen, die süße Maus. So, wir wollten uns eigentlich gerade auf den Weg machen. Sag ja. Erstmal Hallo. Ach, hallo. Die Leute haben dich noch gar nicht gesehen. Stimmt, tut mir leid. Ich war etwas verwirrt, weil wir gerade eine sehr spontane Aktion, ich erzähl's euch einfach. Also erstmal hallo, so, und wir wollten gerade lossteppen, unsere Sachen erledigen. Ja. Und dann bin ich kurz in den Wäscheraum gegangen und sagte zu ihm, hä, was ist denn das für ein cooler Stuhl? Und er sagt, ja, der Stuhl gehört der alten Dame. Also wir haben ja so eine Nachbarin, sie ist vielleicht schon etwas älter. Und er sagt, ihr habt mich letztens gefragt, ob wir den haben wollen. Ich habe einfach nein gesagt. Und ich sag so, hä, warum, der ist voll cool. So sieht der aus. Ist doch voll cool. Mega der coole Schaukelstuhl. In weiß. Ich finde, der sieht voll schön aus. Da kann man voll die schönen Fotos drauf machen. Ja, den durften wir uns jetzt mitnehmen. Ja. Voll cool, oder? Gucken, was wir damit anstellen. Setz dich mal. Ich? Oder meinst du, der hält dich? Nee, setz dich lieber nicht. Setz du dich lieber. Ja, ich setz mich lieber. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wo ihr denkt, dass der vielleicht gut hinpassen würde. Wir haben dazu sogar... Ich habe immer Angst bei sowas. Ach, Quatsch. Gut? Kann man drauf sitzen? Ja, voll cool. Guck mal, dann kann man so voll die coolen Fotos so. Sehr gut, ja. Nein, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr irgendwie einen Einfallort habt, wo der hinpassen würde. So wie das Wohnzimmer früher stand, hätte er gut in die Ecke gepasst, ja, aber jetzt stimmt, ja nicht mehr. Echt, ne? Ja, mal schauen. Aber jetzt geht's erstmal ab los. Wir haben nämlich einiges zu tun. Wir haben eine To-Do-Liste für heute. Und die muss abgehakt werden auf jeden Fall. Ne, Schatz? Dann müssen wir heute fertig werden mit. Ja. Was sagst du zu meiner neuen Frisur? Also neu, aber sieht aus wie immer. Richtige Antwort. Yeah. So, man kennt unser Verkäuferglück wie immer. Ich kann es nicht glauben. Wir waren gerade kurz im Supermarkt und haben eine Rose geholt. Wie sagt man? Preparation für ein Foto? Ja. Sagt man das so? Ja. Preparation? Ja, auf Foto jeden Fall haben wir die geholt und wir standen da so und sagen so, ja, wir hätten gerne diese eine Rose da vorne, die weiße. Und sie erstmal so, das ist Creme. Nein, das ist Champagnercreme. Das ist Champagnercreme. Und wir so, da hätten wir gerne die Champagnercreme-Rose. Und dann sagt sie so, ja, okay. Und dann sagen wir so, können Sie uns bitte die größte geben? Weil ja, fürs Foto muss die halt ja, relativ groß sein. Könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen, dann seht ihr warum. Auf jeden Fall hat sie uns die dann gegeben und sie sagt mir so, 2,50. 3 Euro. Und ich so, was denn jetzt? 2,50 oder 3 Euro? Oh, 2,50. Die war so komisch. Und dann habe ich hier. Waren wir trotzdem noch so voll nett? Ja, dann waren wir trotzdem voll. Ich habe ihr dann 2,60 gegeben. Und danke so gesagt. Stimmt so. Dankeschön. Danke. Danke. Ja, richtig komisch. Auf jeden Fall haben wir alles bekommen, was wir bekommen wollten und fahren jetzt nach Hause und machen dann unsere Fotos. Ja. So, es ist einige Zeit vergangen. Wir haben ganz viele Fotos gemacht, wie wir eben gesagt haben, für die Preparation haben wir dann auch jetzt die Fotos umgesetzt. 2 Stück fehlen noch, die machen wir aber auf jeden Fall gleich noch. Mhm. Ja, und jetzt gibt es erstmal lecker Essen und zwar Spaghetti Bolognese. Mmh. Yummy. Mit ihr wisst Bescheid. Wer kennt es nicht? Apfelmus. Super. Dieses Mädel ist so verrückt. Super lecker. Dann wird jetzt erstmal schön hier oben drauf gemacht. Mmh, lecker. Saftig.
richtig. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg, weiter Fotos zu machen. Wir haben jetzt gut gegessen, sind gestärkt. Und wir zwei, was machst du denn da? Leute, wir sitzen gerade im Auto und Colby sagt so zu mir, Schatz, warum hast du keine Schuhe angezogen? Ich guck so nach unten. Ich habe meine Adiletten einfach angelassen. Und ich fahre mit Sicherheit nicht zurück, weil wir sind 20 Minuten hier hingefahren. Man fühlt diese Schuhe einfach so sehr, dass man sich so denkt, also ja, man denkt nicht gar nichts, man geht einfach mal, weil man die so fühlt. Und du hast mal ausnahmsweise Schuhe an. Jetzt geht's aber erstmal los hier. Ja. Was will ich schon wieder hier machen? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem wir das letzte Mal die Kamera hier an hatten. Wir wollten den Vlog auch heute, also heute ist Samstag, und wir wollten den Vlog heute auch eigentlich hochladen und gestern zu Ende vloggen, aber irgendwie hat das alles vorne und hinten nicht gepasst und dann sind wir nicht fertig geworden und also mit anderen Kram sind wir nicht fertig geworden und wir dachten uns so, ja, dann so ein halbherziger Vlog ist irgendwie auch nicht so cool. Deswegen gibt es heute ein bisschen weiter noch gevloggt, aber alles in einem Vlog verpackt und das seht ihr dann am Sonntag. Hier schlafen irgendwie alle, also Luca und Mone, keine Ahnung. Spaß! Ich wollte so tun, als würde ich schlafen. Ja. Ich habe gerade keine Motivation, aber ich würde Motivation kriegen, wenn ich jetzt ein bisschen Schokopudding zu mir nehme. Schokopudding? Mhm. Dann kriegst du Schokopudding. Wir sind nämlich gerade dabei, also ich habe heute, ihr müsst wissen, wir waren mit Luca beim Friseur, es sieht wieder sehr fresh aus. Sieht endlich wieder aus wie ein Mensch. Ja, und außerdem habe ich heute schon ein Video gedreht, geschnitten und hochgeladen, das ist auch schon online. Deswegen, also wir waren auf jeden Fall schon sehr produktiv. Aber jetzt gerade ist es so warm draußen, dass wir so voll, ja, so eine kleine Unmotivation haben. Irgendwie halt wieder loszulegen. Und deswegen habe ich gedacht, komm, dann steigen wir mit Vloggen ein. Das zumindest so ein bisschen leicht geht. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Gas geben. Wir haben hier auch schon ordentlich aufgeräumt. Hier stand alles rum. Habt ihr, glaube ich, gesehen gestern oder so im Vlog. Ich weiß nicht. Hier stehen immer noch Schuhe. Die müssen jetzt mal aussortiert werden. Da vorne auch. Aber das machen wir auf jeden Fall gleich noch. Müssen jetzt noch was tun, Leute. Also, hey, let's go! Okay, 21 Uhr, weil der Timer klingelt, das heißt, Mono muss jetzt ihre Pille nehmen. Zu dem Thema müssen wir euch auch in Ruhe nochmal einiges. Dazu müssen wir euch auch noch einiges erklären, aber jetzt geht's erstmal ab nach Kaufland. Wir müssen uns einkaufen, wir sind morgen zum Grillen eingeladen bei Anis und Lulu und so. Ja, und da müssen wir noch ein bisschen was mitbringen. Weil die gute Anis, Grüße gehen raus auf jeden Fall, wollte Burger besorgen und hat Burger-Buletten geholt, aber keine Brötchen. Genius. Deswegen müssen wir das jetzt noch nachholen. Mann, was für ein verdrehter Vlog. Wir konnten gestern nicht mehr weiter vloggen. War ganz kurios, aber jetzt ist schon Sonntag. Der Vlog hätte eigentlich schon online sein müssen. Aber wir machen ihn jetzt einfach schnell zu Ende. Er kommt dann ein bisschen später online. Momentan ist wieder alles so stressig. Ja, wirklich. Aber wir versuchen das trotzdem hier durchzuziehen und jetzt nicht einfach zu sagen, ja, dann hören wir jetzt auf zu vloggen oder vloggen halt nicht das Wochenende. Deswegen, ja. Hier sind wir. So, ihr habt ja alle den Titel und das Thumbnail wahrscheinlich gesehen. Wir fragen uns halt gerade genau das, was eigentlich im Titel steht. Holen wir uns ein neues Haustier? Welches? Was? Wie? Und wo? Und wir wollen einfach mit euch darüber sprechen, weil gerade nach dem Tod von Chuck haben uns ja auch ganz viele Nachrichten erreicht. Hey, holt ihr euch einen neuen Hamster? Holt ihr euch ein anderes Haustier? Was macht ihr? Holt ihr euch überhaupt noch ein Haustier? So, und da würden wir jetzt gerne mit euch drüber sprechen, weil uns das natürlich auch sehr beschäftigt. Also erstmal, ich glaube, klar ist, dass wir uns keinen neuen Hamster holen werden. Nee. Also Chuck war einmalig und Chuck wird auch immer einmalig bleiben, so. Ja, niemand wird ihn ersetzen. Ja, deswegen bleiben wir auf jeden Fall erstmal, ja, also das ist aber auch durch, also das haben wir für uns definitiv entschieden. Ne? Das heißt, von den drei Möglichkeiten, die es gibt, Hund, Katze, Hamster, fällt schon mal eine weg. Ja, die Katze fällt auch weg. Genau. Weil ich oder wir absolut kein Katzenfreund sind. Also Katzen sind schön und toll, aber nicht, die geben mir oder, also ich rede jetzt einfach mal von mir, mir geben Katzen nicht das, was mir ein Hund geben kann. Ja. Ja, also wir hatten ja schon mal so überlegt, eine Katze zu holen vor einiger Zeit, vor 2 Jahren ungefähr. Ja. Ich glaube, wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir jetzt halt auch eine Katze, so wäre es ja, nicht. Natürlich. Aber wir sind halt beide eigentlich Hundemenschen und ja, deswegen, surprise, surprise, unser Plan ist, einen Hund zu holen. Ja. Yay. Aber nicht jetzt, also nein. Nicht heute, nicht morgen, nicht übermorgen, ne? Also man muss sich das gut überlegen, also wir haben es uns gut überlegt, ne? Jetzt nicht erst nach Chucky seinem Tod, sondern auch schon viel, viel früher, ne? Das ist schon jahrelang in unserem Kopf.
Gucken halt jetzt nur, wann der richtige Zeitpunkt ist und wir schauen einfach, was auf uns zukommt und dann wird es ein Hundilein. Ja, wir wissen natürlich noch nicht genau wie, was und wo, aber das ist auf jeden Fall erstmal die Info, die wir euch geben können. Das ist hier in unserem Kopf fest verankert und das ist der Plan. Gerne 2019 noch. Aber voll aufregend. Mal gucken, wie alles hinhaut. Ich bin jetzt schon voll impressed. So. Ja, aber wir wollten euch das auf jeden Fall erzählen, damit es ist auch trotzdem immer noch doof für uns, Kommentare zu lesen. Hey, was ist denn mit Chuck? Wo ist denn Chuck? Wie geht's ihm? Deswegen dachten wir uns, jetzt reden wir einfach mal mit euch und sagen, dass das Thema für uns einfach abgeschlossen ist. Wir möchten da am allerliebsten nichts mehr drüber lesen oder wieder daran erinnert werden. Deswegen jetzt geht dieser Vlog. Ja, das Problem ist halt auch einfach, dass wenn jemand das Video oder das andere Video, wo wir das mit Chuck erzählen, noch nicht gesehen hat, dann... Wir nehmen das ja auch nicht böse. Nein, aber es ist halt irgendwie immer doch wieder dann doof, sowas zu lesen. Ja, weil man dann halt doch wieder traurig wird. Ja. Nee, aber das ist jetzt die Kundschaft, die wir euch geben konnten. Und jetzt sind die nächsten Wochen echt spannend, würde ich sagen. Ne? Ja. Und keine Sorge, Leute, wir haben uns genug Gedanken darüber gemacht. Wir wissen, wir sind uns dessen bewusst, wie viel Zeit und wie viel Verantwortung ein Hund braucht. Das ist uns beide bewusst. Also er hat ja quasi ja schon einen Hund. Also wir sind da jetzt keine Neulinge, die denken, okay, ein Hund, der muss kann in der Ecke sitzen bleiben und damit dem muss man nicht viel machen. Wir wissen, das ist verdammt viel Verantwortung. Man muss am besten 6-mal am Tag mit dem raus und dem genug Auslauf geben und das kann man nicht mal eben in die Ecke stellen oder in den Käfig setzen wie ein Hamster und sagen, okay, jetzt machen wir unser Kram. Also braucht ihr uns jetzt nicht in den Kommentaren sagen, dass wir dafür nicht bereit sind oder so. Also wir haben uns da genug Gedanken drüber gemacht. Ja. Und ja. Ja, aber schreibt uns trotzdem gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ja. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge, was für Rassen oder so. Also wir haben schon was im Kopf, aber das verraten wir jetzt noch nicht, in welche Richtung es gehen soll. Aber schreibt gerne einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ist der Vlog jetzt beendet. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch der Vlog gefallen hat. Schreibt was Liebes, Nettes in die Kommentare und folgt uns beiden auf Instagram. Das ist hier eingeblendet. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Der besser und strukturierter wird. Ja, definitiv. Wir haben euch ganz alle lieb. Bis dahin. Tschüss.